Hallöchen, meine Damen und Herren. Welf ballert ordentlich rein und ich bin krank. Skinbaron-Werbung, aber ohne Einspieler, weil ich heute überhaupt keine Zeit habe. Kauft da ein! Die Volvo sind im Moment gerade ordentlich am Klotzen und Freaky ist schon im Livestream, obwohl es erst 18.48 Uhr ist, noch gar nicht 20 Uhr. Die Volvos ballern, wie gesagt, ordentlich rein und hier ist unter anderem schon eine Sache zu erkennen, die vor kurzem noch Probleme gemacht hat, wenn ihr euch erinnern könnt. Komisch, ich kann auf Y meinen Chat gar nicht öffnen. Bei uns ist dieses Problem live aufgetreten und zwar willst du halt auf Y deinen Chat öffnen, aber es geht nicht, weil es auf einmal da oben auf Z liegt. Da wurden irgendwie die Keybindings nach den Updates, die immer wieder gefahren wurden die letzten paar Tage, werden ja gefühlt jeden Tag mehrere Updates gepresst, mitunter auch Silent Updates. Und das ist auf jeden Fall jetzt gefixt. Des Weiteren kann man die RMR-Dinger rumziehen jetzt, das Video, oder halt schließen auch, oder Fullscreen. Ich hab's gerade klein gemacht, okay. Man kann jetzt sogar, wenn man richtig Bock auf Cocker draufklicken und dann joinkt man rein und kann da aktiv zugucken und sogar durch die Spiele durchschalten. Und sorry für die Harry, in der ich mich, Alter, was für schicke Gläfferchen, mein Freund. Ja, also ihr könnt hier zugucken, die Spiele aussuchen, bestimmt auch hier die Kamera ändern, rumfliegen, jemanden in den Kopf reinfliegen und so Zeug. Des Weiteren wurden in dem letzten Silent Update die FPS endlich wieder gefixt. Und gibt es natürlich auch wieder Patch Notes. Die meisten davon sind für diese RMR-Geschichten, also Regional Major Rankings. Aber es sind auch ein paar coole Sachen dabei. Erstens, Bobbing. Ach Gott, Bobo, bist du da? Merkt ihr den Bob? Jetzt ist es aus. Wirkt so ein bisschen hektisch. Jetzt ist es an. Köstlich. Ach Gott, Leute, das ist ja wie ein geschmolzenes Eis. Die Leitern wurden jetzt auch gefixt. Guck mal da. Ja. Bin aber trotzdem ein kleiner Geist, ne? Und zwei Animationen wurden noch gefixt. Einmal die Agenten, wie sie den Taser halten im Main-Menü. Und bei der Team-Introduction das Kuckuckuckilli-Knife. Diese Spectating-Sache bezieht sich eigentlich hauptsächlich auf diese RMR-Geschichten, die halt gerade laufen, damit man da schön halt zugucken kann. Haben sie ein bisschen was noch verbessert. Und sorry, dass ich heute in der Hurry bin. Ich merke, wie meine Stimme immer weiter wegbröselt und ich mach gleich auf den Stream. Deswegen, im Deathmatch kann jetzt mit jedem Leben der Zeus neu gekauft werden oder er wird regebyt, wenn du halt Random Weapons aus hast, dann musst du ihn nur einmal kaufen. Ein zweiter Zeus-Kill, also in einem Leben, bringt doppelt so viele Punkte und ich gehe stark davon aus, dass das ja auch wieder eine RMR-Sache ist, die uns eigentlich gar nicht so interessiert. Denn Backup-Files werden im normalen Spiel eigentlich nicht restored. Das ist vielleicht bei offiziellen Spielen so, aber nicht in unseren Rabimmel-Rabammel-Rabum-Bum-Premier-Dingern. Hier auch wieder RMR. Bei Misk habe ich nicht ganz den Unterschied gesehen. Ich habe bei Mr. Maxim reingeguckt und er hat selbst gesagt, dass er gar nicht genau weiß, warum er diese Comparsion gezeigt hat, denn man hatte eigentlich keinen großen Unterschied gesehen, aber es ist theoretisch so, dass wenn du in einer loweren Framerate bist und das halt einfach gerade vor sich hinleckt, dann ist das Viewer-Model ein bisschen smoother. Okay. Das habe ich euch am Anfang gezeigt, das war die Sache mit den Keyboards, dass jetzt Y und Z wieder normal ist und nicht einfach umgelegt wird. Und man kann jetzt total toll bei Game und Telemetrie, sich jetzt einen FPS-Counter und so weiter anmachen. Geile Meile. Für mich jetzt halt nicht wirklich aussagekräftig jetzt während der Aufnahme, weil ich gerade aufnehme. Bei mir reißt OBS ordentlich rein, was halt FPS angeht. Ich habe das mal auf Always gestellt und sehe jetzt hier oben meine FPS. Ach guck mal, es geht. Ach 250 Leute, es geht. Ach Gott, Mensch, es hält sich in Grenzen. Das ist tatsächlich auch eine richtig schöne Änderung, weil da haben sich halt wirklich viele beschwert, dass man das nicht gescheit anzeigen lassen kann. Jetzt haben sie aber was Schönes drin. Die alten Netgraph-Daten haben sie noch kurzerhand direkt rausgenudelt, also entfernt. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Sie bleiben hier, man merkt es bei CS2 extrem clean und arbeiten auch extrem clean. Also es soll von Grund auf mehr oder weniger perfekt sein. Und Finnort kam gerade in den Chat. Es ist noch eine Stunde hin bis zum Stream, Leute. Ich bin doch gleich da. Der Fehler hier ist mir nie aufgefallen, dass man halt irgendwie Connection-Issues hatte beim Konnektieren auf einem Practice-Server. Das ist ja auch eher Kokolores, aber das hier ist echt extrem wichtig, denn ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird an meinem scheiß Internet liegen. Ich habe doch immer wieder gesagt, ich habe einen Lag gehabt, wenn ich gerade scopen wollte. Ich drücke auf Scope, also Rechtsklick, und es geht so eine halbe Sekunde erst später in den Scope. Und ich dachte jedes Mal, fuck man, mein Starlink kackt rein und scheiß Internet. Aber es lag am Spiel. Danke CS2, ich wollte einkaufen. Danke CS2, dass das jetzt immer richtig geht. Oh. Hier auch nochmal ganz viele Performance Improvements. Also man merkt es hier auf jeden Fall. Ich habe vorgestern, mit einer Aufnahme auf jeden Fall, um die 150 FPS gehabt. Ich habe jetzt einfach 100 FPS wieder mehr. Das ist natürlich schneckerig, ne? Schneckerig. Mal gucken, wie spät im Stream ist. Ich glaube, ich werde die ganze Geschichte mal anlassen. Der Stream frisst noch ein bisschen mehr, weil ich mit dem Prozessor streame. Was ein bisschen dumm ist, ich weiß, aber ich mach's halt. Die Aufnahme wiederum mit der Grafikkarte. Ich habe eine 4080 drin, die ist, die reißt das. Und da wurde natürlich wieder was an den Maps gemacht. Und das ist eigentlich alles Clipping, Granatenclipping und so weiter und so fort. Also Stellen, an denen man halt hängen bleiben konnte, man bleibt nicht mehr hängen oder auf die Granaten dobsen jetzt gescheit ab und so weiter und so fort. Es ist aber eine Sache dabei. Und zwar auf Anubis konnte man halt aus der Map rausspringen. Und zwar Hier konnte man irgendwie rausjoinken, wie so ein Frechdachs, aber das geht jetzt nicht mehr. Ja, kurzes Fazit. Es ist einfach nice. Es ist wirklich, wirklich, wirklich nice, dass Valve halt ballert. Sie merken, hupsala, wir haben da so ein bisschen reingeschissen.
Zack, FPS biegen wir wieder hin. Ich meine, klar, das war natürlich auch notwendig, sie haben es ja auch verbogen. Aber hier kann man wohl auch davon ausgehen, dass über das eigene Verbiegen der FPS hinaus bereits weitere Improvements gefahren wurden, die eben grundsätzlich das Erlebnis verbessern, mehr FPS bringen und so weiter und so fort für einen geschmeidigeren Ablauf sorgen. Dass Bob jetzt wieder da ist, finde ich auch sehr, sehr nice. Tibble die Top, so sieht's gut aus, finde ich zumindest. Weitermachen, Valve, weitermachen. Die letzten 5 Tage kamen doch mindestens 5 Updates, I think, jeden Tag eins. Auch wenn es nur ein paar 100 Megabyte waren und viel Fixing dabei war, was man selbst davor kaputt gemacht hat. Aber wie gesagt, mit jedem Update kommen auch ein paar weitere Verbesserungen und Veränderungen. Also, weiter geht's. Well, wir freuen uns alle aufs Major und haben richtig Bock auf die Pick'em Challenges. Also ich hoffe, die Coin wird dieses Jahr richtig sweet. Ja, und dann würde ich sagen, das war's. Machen wir noch ein Giveaway? Ah, eigentlich keine Zeit. Komm, ich will mal nicht so sein. Wir hauen die neue StatTrak Mac 10 Lightbox raus. Habe ich gerade gestern im Stream bekommen. Vielen, vielen Dank. Aus der neuen Kilowatt Case. Mhm. Ja, also wie gesagt, StatTrak Mac 10 Lightbox. Wer Bock hat, kann hier gerne mitmachen. Einfach etwas zu dem Thema Valve und Updates schreiben. Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich im Livestream. Um 20 Uhr geht's wieder los. Kommt rum, schön Bubble Dollar sammeln, denn nächste Woche haben wir das Knife Giveaway am Start. Dafür braucht ihr natürlich wiederum die Bubble Dollar, die ihr sammelt, indem ihr zuguckt. Also kommt in den Stream. Ja, bye bye, bis gleich. Mit dem StatTrak leben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.